Moin, Servus und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute schauen wir uns wieder so einen ähnlichen, ja, naja, diesmal nicht wirklich, es ist eigentlich kein Glitch, es ist eher ein Trick. Deswegen schauen wir uns heute einen Trick an, mit dem ihr ganz leicht easygoing shiny Knabon bekommt, ehrlich. Klar, es ist immer noch Glückssache, auch bei Lavita Kindwurm, bei dem Glitch, ist es natürlich immer noch eine Glückssache, denn ihr spawnt natürlich nur mehr Pokémon dadurch. Die Wahrscheinlichkeit, dass ihr eins bekommt, ist halt immer dieselbe und die wird auch immer neu gerollt. Deshalb ist es leider immer noch Glück. Das heißt, ihr könnt es innerhalb kurzer Zeit bekommen. Ihr könnt natürlich auch Pech haben und da Stunden sitzen. Das ja, ist leider das Problem daran am Shiny Hunten. Aber es soll ja auch nicht zu leicht sein. Ich zeige euch hier jedenfalls erstmal einen Trick, wie das Ganze schneller geht. Dafür müssen wir erstmal zu einem bestimmten Ort reisen, und zwar zur westlichen Zone 1 Zentrum. Die liegt hier in der Nähe von Moldred. Also einfach erstmal da oben hin. Und wir müssen in die Richtung des Schreins, der dort ist. Aber ich zeige euch jetzt auf jeden Fall auch den Weg. Dafür geht ihr einfach hinterm Pokémon Center hoch. Folgt dem Berg nach oben, wo es Richtung dem Herrscher ging. Da geht links ein Weg ab und da seht ihr schon so ein Windrad. Dort müsst ihr hin. So, und hier habt ihr erstmal das nervige Terra Blitzer. Zeige ich euch auch nochmal auf der Karte, wo wir überhaupt genau sind. Hier beim Schrein des entzweiten Eises in der Nähe. Am besten macht ihr das erstmal weg. So, nachdem ihr Platz gemacht habt und das Blitzer weg ist, seht ihr hier natürlich auch ganz viel andere Spawns. Die müssen wir natürlich ändern. Da müssen wir natürlich erstmal ein Picknick machen. Wir brauchen jetzt erstmal das richtige Sandwich dafür. Und zwar brauchen wir am besten wäre es natürlich, wenn ihr Feuer nehmt, also Begegnungskraft, Shinykraft und Titelkraft Feuer. Ich blende euch hier natürlich wieder Rezepte ein. Ihr könnt natürlich auch einfach das nehmen, was ich jetzt nehme, und zwar einmal Basilikum und einmal salziges und einmal süßes Geheimgewürz. Damit funktioniert es auch. Und ich empfehle euch, stellt euch hinter dem Windrad. Du bist ein Stückchen hinter dem Windrad, da seht ihr im Boden so Markierungen. Da ist auch ein längerer Strich, ihr seht schon, was ich meine. Strich. Am besten stellt ihr euch einfach da so ein bisschen daneben, wenn ihr nach vorne guckt, dass ihr eben das Windrad seht. So, und wenn ihr jetzt am richtigen Spot steht, dann guckt ihr einfach mit der Kamera wieder nach vorne und seht schon, oh, da spawnen ganz langsam, aber sicher Knabons und die gucken alle in dieselbe Richtung. Und ja, denn Knabon ist nämlich ein relativ, naja, wie nenne ich das und wie drücke ich das am besten nett aus? Ein relativ schlechtes Shiny, würde ich sagen, denn nur die Augen sind blau. Alles andere ist einfach identisch. Das heißt, ihr müsst auf die Augen schauen und die sind ja so winzig. Aber ich kann euch versichern, man erkennt es schon. Wenn es da rausploppt, dann seht ihr das schon. Ihr werdet es jetzt auf jeden Fall im Video zeigen. Und wir warten jetzt, bis das Shiny kommt. Dann könnt ihr auf jeden Fall euch sicher sein, dass ihr es nicht verpasst. Wenn natürlich zu viele auf einmal dort sind, dann spawnt nichts mehr nach, ist ja klar. Dann geht ihr einfach wieder rein ins Picknick und Picknick beenden. Direkt die Kamera rausholen und gucken, ob es denn spawnt. Diesen Spot habe natürlich nicht ich rausgefunden, die Lorbeeren möchte ich mir gar nicht geben, sondern die hat jemand anderes rausgefunden und der heißt auf YouTube Sukuruto Games, ist ein japanischer Kanal und der findet all möglichen Spots von Pokémon, die man leichter so hunten kann, raus. Schaut da auf jeden Fall vorbei, falls ihr Interesse habt, daran mehr noch herauszufinden. Ich versuche natürlich auch, so viel es geht, zu übersetzen und auch als Videos zu bringen, falls sie interessant sind.
Oh, guck mal da. Das ist also das Shiny. Man erkennt es schon. Das ist halt blau und es ist, man erkennt es, wenn man mit der Kamera dahinter hat, auf jeden Fall, wenn es rauskommt, das sieht anders aus. Und vor allem, wenn es im Vergleich zu den anderen eben ist, dann erkennt man das. Und da haben wir unsere Nummer 2. Ja, komm doch her. Na, Nummer 2. Du versperrst mir sowas von das Bild. Nee, machen wir nochmal neu hier. Ja, das war's mit meinem Sandwich. Und ich habe 2 Stück in 30 Minuten bekommen. Also das war diesmal wirklich lucky. Bei dem anderen mit Lavita und Kindwurm, da sind gefühlt viel mehr und schneller gespawnt. Da habe ich in 2 Stunden keins bekommen. Krass. Jetzt, wenn ihr das natürlich noch entwickeln wollt, braucht ihr eure Rüstung dazu, die es in eurem Teil gibt. Dafür müssen wir hier einmal zu Pinchores Ost am besten, glaube ich, oder? Oder West? Naja, ist ja egal, auf jeden Fall Pinchores, ich gehe mal Ost. So, ja. Wenn ihr hier in Pinchores seid, dann müsst ihr hier einfach kurz weiter. Da seht ihr einen kleinen Trinkbrunnen und in Hupur steht da eine Frau und hier steht ein Mann. Da braucht ihr eben, da müsst ihr eben Items tauschen. In Karmesin sind es Bronzelsplitter und in Purpur sind es Fatality irgendwas, Items auf jeden Fall. Wir tauschen auf jeden Fall mal. Und da haben wir jetzt die Glorienrüstung bekommen. Muss mal ganz kurz reingucken. Ja, ich habe leider nur noch eine Rüstung, die vom anderen Edition habe ich nicht da. Aber wir entwickeln mal eins. Mist, der hängt da jetzt so hinten im Weg rum. Ja, aber wie gesagt, nicht weiter. Leider nicht weiter geil. Nur die Augen sind auch wieder anders. Bei Azoglades sind die eben rot. Ja, das war's dann aber auch schon. Deshalb wünsche ich euch viel Erfolg beim Shiny Hunten. Ich hoffe, ich konnte euch helfen. Wenn ja, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Abonnieren nicht vergessen, falls ihr keine weiteren dieser Videos verpassen wollt. Wir sehen uns beim nächsten Video. Haut rein und ciao.